Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Frank Schibidok von der IT Service Academy. Heute habe ich wieder mal einen Quick-Tipp für euch, der auch nicht länger dauern soll als 10 Minuten. Es geht heute mal wieder um das Thema Sicherheit, beziehungsweise insbesondere um die Passwörter. Ja, das ist ja so ein leidiges Thema. Und ich zeige euch heute mal in diesem Quick-Tipp hier, wie ihr euch an eurer Synology anmelden könnt, ohne dass ihr euch ein Passwort merken müsst. Gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich besonders wichtig, komplizierte oder komplexe Passwörter zu erstellen und vor allem auch diese Passwörter natürlich zu organisieren oder diese Passwörter irgendwo zu speichern. Der eine oder andere speichert die vielleicht in einer Excel-Tabelle oder halt eben in einem Passwortmanager. Das habe ich bei mir natürlich auch. Ich habe natürlich auch den Bitwarden-Server bei mir installiert, so wie ich es auch in unserem Online-Kurs schon mal gezeigt habe. Das ist ja jetzt auch eine ganz tolle Idee und eignet sich auch wirklich dafür, um viele verschiedene Kennwörter für verschiedene Dienste natürlich zu nutzen und diese natürlich auf sichere Art und Weise auf seiner eigenen Synology abzuspeichern. Das ist auch ganz wertvoll und darauf stehe ich auch und dabei bleibe ich auch. Aber hier für die Synology gibt es sogar noch einen Bonus, sage ich mal ganz einfach, denn es gibt hier auch die Möglichkeit, eine sogenannte kennwortlose Authentifizierung einzurichten. Also unabhängig davon, ob ich einen Passwortmanager nutze oder nicht, habe ich hier die Möglichkeit, mit meinem Smartphone die Anmeldung zu autorisieren. Dazu starte ich einfach in den persönlichen Einstellungen. Die findet ihr oben unter eurem Konto, dort auf den Punkt persönlich. Und wenn ihr etwas weiter runter scrollt, dann findet ihr auch die Anmeldemethoden und hier auch den Punkt kennwortlose Anmeldung. Und hier oben heißt es ganz einfach Anmeldegenehmigung. Das geht über die Secure Sign-In App, aber hier kommt gleich auch ein Assistent, der euch bei dieser ganzen Einrichtung unterstützt. So, wir klicken das einmal an. Und müssen anschließend nochmal unsere Identität hier bestätigen mit unserem aktuellen Kennwort, mit dem wir gerade angemeldet sind. Ja, und dann kommt hier auch schon dieser Assistent, der uns jetzt hier dabei unterstützt. Wir klicken das Ganze hier mal auf Weiter und dann steht hier auch schon, ihr müsst euch natürlich jetzt einmal hier die Secure Sign-In App herunterladen. Die könnt ihr entweder aus dem App Store herunterladen oder aus dem Google Play Store. Ihr braucht eigentlich nur diesen QR-Code einmal einscannen. Dann landet ihr schon automatisch im App Store auf der richtigen App. Die müsst ihr euch dann einmal herunterladen und einmal installieren. Anschließend, wenn ihr die installiert habt, ja, dann könnt ihr auf Weiter klicken und dann wird euch auch schon hier der passende QR-Code angezeigt. So, nun muss ich auf meinem Handy natürlich diesen QR-Code hier einmal einscannen. Das ist genau der QR-Code, der zu diesem Synology-System passt. Dazu nehme ich mal mein Handy und starte jetzt erstmal die App. Und wenn ich die App gestartet habe, das Secure Sign-In, da kann ich über das Plus-Symbol da oben einen neuen QR-Code einscannen. Das heißt, ich scanne diesen Code jetzt hier einmal ein. Ja, und sobald das dann geschehen ist, sehen wir auch schon hier, dass die kennwortlose Authentifizierung eingeschaltet worden ist. Und auch im Handy steht jetzt, dass das Konto hinzugefügt worden ist. So, ich melde mich nochmal ab und melde mich gleich hier noch einmal an. Mit meinem Benutzernamen und dann seht ihr schon, jetzt wartet das System auf die Anmeldegenehmigung von meinem Smartphone. In meinem Smartphone hier, da sehen wir das, kommt jetzt hier die Frage, ob denn der Benutzer sich anmelden darf, ja oder nein. Und wenn ich das jetzt hier autorisiere, dann darf der Benutzer auch zugreifen. Ihr seht ja schon, dann bin ich auch schon drin. Und das ist sozusagen ja der Unterschied zu der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wer diese kennwortlose Authentifizierung nicht nutzen möchte, der kann natürlich auch ebenfalls die Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Auch das geht natürlich hier bei diesem Weg. Auch hier muss ich sozusagen mich einmal wieder mit meinem Kennwort einmal authentifizieren, um diese Funktion freizuschalten. Und ja, ich muss mich allerdings entscheiden, ob ich halt eben nun die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen möchte oder die kennwortlose Authentifizierung. Mein System hat erkannt, dass ich bereits hier die Anmeldegenehmigung eingerichtet habe. Ich möchte genau dieses Telefon auch weiterhin benutzen, allerdings jetzt nicht mehr für die kennwortlose Authentifizierung, sondern ich möchte hier genau dieses Gerät für die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Ich muss mich wie gesagt halt entscheiden, ob ich das oder das nehme. Ja, das Vorgehen ist das gleiche. Ich brauche wieder die Secure Sign-In App. Jetzt muss ich wieder diesen QR-Code hier einmal einscannen. Allerdings muss ich nun diesen OTP-Code, also den sechsstelligen Code, der mir jetzt in meinem Telefon auch angezeigt wird, wenn ich das Konto hinzugefügt habe, ja, den muss ich einmal zur Verifizierung hier einmal eingeben und damit ist das Telefon auch schon mit diesem System verheiratet. Dann zum Schluss muss ich natürlich noch meine Sicherheits-E-Mail eingeben für den Fall, dass mein Akku mal leer ist oder ich mein Telefon nicht dabei habe.
damit ich mir dann im Zweifel halt eben diesen Notfallcode mal eben schnell an meine E-Mail-Adresse senden lassen kann. Um das Ganze auch mal zu demonstrieren, wie das dann aussieht, dann gebe ich mal meine Zugangsdaten hier neu ein und ihr seht schon, ich habe mir im Moment hier das Auto-Ausfüllen von meinem Bitwarden nicht eingeschaltet, obwohl ihr seht, der zeigt ja oben auch schon eine 1 an, was ja so bedeutet, dass er halt eben auch Zugangsdaten hier für diese Webseite schon gefunden hat. Also der Bitwarden, der funktioniert natürlich auch, aber ich wollte es jetzt hier einmal so demonstrieren. So, ich habe also jetzt hier praktisch meine Anmeldedaten eingegeben, das Passwort habe ich jetzt aus dem Kopf noch gewusst. Ja, und ihr seht schon, jetzt muss ich natürlich meinen Verifizierungscode eingeben, weil ich das gerade ja umgestellt habe hier auf die Zwei-Wege-Authentifizierung. Das bedeutet, ja, in meiner App wurde halt eben gerade unter OTP, unter diesem Konto, diese Nummer angezeigt und diese gebe ich jetzt hier natürlich einmal ein. Ja, jetzt habt ihr ja gerade gesehen, wie das Ganze mit der Zwei-Wege-Authentifizierung funktioniert. Wie gesagt, ihr müsst euch allerdings hier für eins der beiden Themen entscheiden. Wenn ich hier mal nochmal draufklicke in die Anmeldeoptionen, dann sehen wir, dass wir können halt eben hier nur eins von diesen beiden Tools sozusagen nutzen. Ich muss mich da halt eben für eins von diesen beiden Sachen entscheiden. Entweder, ja, ich muss mir mein Kennwort merken oder ich schreibe mir das irgendwo auf. Oder am besten, natürlich nutze ich irgendwo einen Passwortmanager wie den Bitwarden oder ähnliches Tool, ganz einfach, wobei der Bitwarden halt eben hier auf der Synology auch läuft. Das habe ich ja im Kurs auch schon mal gezeigt, wie man den einrichtet. Ja, oder halt eben, ich bin ganz faul und ich habe ein Problem damit, mir meine Passwörter irgendwo zu merken und den Bitwarden will ich mir auch nicht installieren. Ja, dann kann ich natürlich auch hier diese kennwortlose Authentifizierung nutzen. Nur wie gesagt, ich muss mich für eins von den beiden Themen halt eben entscheiden. Okay, ich denke mal, das reicht jetzt eigentlich auch für diesen Quick-Tipp hier. Viel weiter will ich auch in das Thema nicht hineingehen. Und wer jetzt sagt, okay, gut, das hat mir gut gefallen, das hat mir Spaß gemacht, ja, der macht den Daumen hoch. Und wenn ihr möchtet, dann schreibt mir gerne auch einen positiven Kommentar oder schreibt mir grundsätzlich mal einen Kommentar, damit ich weiß, ob euch das Ganze auch gefallen hat. Und wenn du jetzt sagst, okay, das hat der Frank schon ganz gut erklärt, ich habe das gut verstanden und auch die Stimme, ja, die ist auch ganz angenehm, der kann das gut erklären und sicherlich kann der mir bei meinem Problem auch irgendwie weiterhelfen, ja, dann ruft mich gerne an oder schickt mir mal eine E-Mail oder du buchst einfach direkt über unsere Webseite ein persönliches Coaching. Dann können wir mal gemeinsam dein Problem angehen und ich kann dir dann direkt per Teamfieber zeigen, wie das eine oder andere eingestellt wird und ich gebe die Antworten auf deine Fragen gleich am Telefon. So lernst du es gleich direkt vom Profi und kommst schnell und einfach an Expertenwissen, ohne erst stundenlang im Netz nach Lösungen zu suchen. Und wenn du keine Zeit für ein Coaching hast oder deine Probleme lieber selber lösen möchtest oder dich eigentlich auch für diesen Bitwarden vielleicht interessierst, also für diesen Passwortmanager, ja, dann empfehle ich dir ganz einfach, schau mal auf unsere Webseite, da findest du auch jede Menge Kurse zum Thema Synology, unter anderem natürlich auch für den Bitwarden. Dort erkläre ich nochmal, wie der Bitwarden installiert und konfiguriert wird. Und wenn du eine passende Synology dafür hast, ja, dann lohnt sich das auf jeden Fall für dich. Und unsere Online-Kurse sind didaktisch so aufgebaut, dass sie eigentlich für jeden passen. Egal, ob du jetzt viel oder wenig Erfahrung mit der Synology hast, ich denke mal, da ist eigentlich für jeden etwas dabei. Egal, ob du Anfänger, Quereinsteiger oder vielleicht schon ein versierter Synology-Anwender bist. Also schau dich mal um, ich denke, das lohnt sich für dich. Okay, dann sage ich jetzt nochmal Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, und wenn dir mein Kanal etwas weitergeholfen hat, dann solltest du ihn gleich abonnieren und vielleicht auch gleich unsere anderen Videos bei mir im Kanal einmal anschauen oder nutze auch gerne unsere Online-Kurse. Das war's, ich bin raus, euer Frank, alles Gute, ciao.